Wir segeln von Rom Richtung Civitavecchia. Wir haben ein Päckchen bestellt auf Civitavecchia und wollen schauen, ob das angekommen ist. Päckchen ist leider nicht gekommen, darum segeln wir gerade weiter Richtung Giglio. Der Wind ist wieder mal perfekt, um den Spiess zu setzen. Ist eine wunderschöne Insel. Sie ist berühmt worden durch den Unfall mit der Costa Concordia. Wir trinken unseren Kaffee in dieser schönen neuen Bäckerei. Die Besitzerin war ganz stolz darauf und hat uns alles gezeigt. Von den italienischen Balkönen. Da finden wir auch den ersten Mond von dem Jahr. Hat uns vor allem die deutsche Übersetzung beeindruckt. Da innen haben wir etwa 6 oder 7 Frauen gefunden, die die ganze Kirche putzen. Das ist der Beat von sail.ch.
sind jetzt auf den Spuren vom Schettino in Giglio. Ich habe mich extra nicht rasiert, dass ich dann gleich aussehe wie der Schettino. Wir haben aber nichts gefunden oder fast nichts, außer ein Denkmal hier drin. Und was auch noch war, ist, die Häuser sind alle neu geworden. Also wir haben das Gefühl, da ist ziemlich viel Geld auf die Insel geflossen, so dass jeder neu gebaut hat, Bäckerei, Restaurant, Geschäfte etc. Jetzt ist unser nächstes Ziel Elba. Wir wissen noch nicht genau, wohin wir gehen, weil der Wind kommt ziemlich von Elba, also vielleicht können wir auf die Westseite durch. Bis bald. Der Meeresgott Poseidon haben wir dort getroffen.
Wir fahren weiter auf Capraia. Also der Beat hat gekocht. Es gibt feinen Salat und kalte Platten. Einen guten Miteinander. Als wir ankommen in Capraia, hat es geregnet. Wir wären gerne aufs Dörfli aufgegangen. Wir haben es dann auf den Morgen verschoben. Der Wetterbericht war aber nicht so gut gewesen. Und darum haben wir es nicht geschafft, weil wir relativ schnell Richtung Korsika losfahren mussten.